Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern, liebe Brüder, herzlich heiße ich Sie willkommen zur Mitternachtsmesse hier in unserem Kölner Dom. Sie alle besonders herzlich, die Sie heute Nacht hierher gekommen sind. Und natürlich ebenso herzlich diejenigen, die über das Fernsehen und das Internet, das Domradio, mit uns verbunden sind. Heiligste Nacht, so haben wir eben gesungen. Ja, in der Tat, diese Nacht ist heilig, weil sich in dieser Nacht bewahrheitet, was durch die Jahrtausende hindurch von Gott verheißen wurde. Er wird kommen. Er lässt uns Menschen nicht allein. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns, der mit uns unser Leben leben möchte, der uns gewissermaßen zur Seite stehen will, damit wir das Ziel unseres Lebens erreichen, den Himmel, Gott selber. Wie die Hirten kommen wir in dieser Stunde, um den neugeborenen Heiland der Welt zu schauen. So wollen wir uns jetzt an ihn wenden, der gekommen ist, alle Wunden dieser Welt zu heilen, auch die Wunden unserer Schuld. Wir bekennen: Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht ist uns das wahre Licht aufgestrahlt. Lass uns dieses Geheimnis im Glauben erfassen und bewahren, bis wir im Himmel den unverhüllten Glanz deiner Herrlichkeit schauen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht,
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen im Land des Todesschattens, die dort wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du, wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstapft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schultern gelegt. Man rief seinen Namen aus. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende, auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Um es zu festigen und zu stützen, durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen, wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe,
das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und dem Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllte sich die Tage, dass sie gebären sollte und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge für sie kein Platz war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Christus, der Herr. Und dies soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei den Engeln ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Thank you.
Ein alltäglicher Vorgang, liebe Schwestern und Brüder. Ein Kind wird geboren. Alle paar Sekunden ereignet sich das. Weltweit. Heute Abend hat uns eine solche Geburt zusammengeführt. Noch zu später Stunde hier in unserem Dom, weil wir von einer solchen gehört haben und weil wir dabei sein wollten, gewissermaßen bei dieser Geburt, aus Mitfreude vielleicht, aus Mitmenschlichkeit, vielleicht auch ganz einfach nur aus Neugierde, weil wir vom Hörensagen erfahren haben, dass es mit dieser Geburt etwas Besonderes auf sich haben soll. Und obwohl die meisten von uns einander fremd sind, verbindet uns das in dieser Stunde. Es eint uns. Da ist eine junge Frau. Maria heißt sie. Und Mutter ist sie in dieser Stunde geworden. Einem Sohn hat sie das Leben geschenkt, ihn in Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt, weil in den umliegenden Herbergen kein Platz für sie war. Eigentlich nichts Besonderes, eher etwas Armseliges. Welche Mutter will das schon? Ihr Kind draußen auf dem Feld irgendwo in einem Stall zur Welt bringen. Normalerweise bereiten wir ja eine solche Geburt systematisch vor. Manche richten schon vor der Geburt ein Kinderzimmer ein, kaufen Spielzeug, erste Babykleidung, eine Wiege, ein Himmelbett. Dieses Kind dagegen wird von seiner Mutter in eine Futterkrippe gelegt. Besseres hat sie nicht. Dann aber kommt doch noch das Besondere. Engel sagen uns, was es mit diesem Kind in der Krippe auf sich hat. Und das, liebe Schwestern und Brüder, muss dann auch so sein mit den Engeln, denn das, was die uns zu sagen haben, das können wir uns gar nicht selbst ausdenken, selbst nicht in unseren kühnsten Träumen und Fantasien. Denn man höre und staune, dieses Kind dort in der Krippe ist nicht einfach nur ein normaler Mensch, wie wir alle ganz normale Menschen sind, sondern dieses Kind dort in der Krippe ist Gottes Sohn, er ist der Retter, er ist der Christus, er ist der Herr. In diesem Kind kommt Gott selbst zu uns. Warum eigentlich? Sie erinnern sich, Sie kennen alle diese Geschichte. Sie stammt von diesem Kind, das da jetzt in der Krippe liegt. Jesus heißt es, und später hat es als erwachsener Mann diese Geschichte einmal erzählt. Und die geht so: Da ist ein Hirte, etwas ganz Alltägliches, wie es bis in diese Stunde hinein so unendlich viele Hirten in Palästina immer noch gibt. Und dieser Hirte, der stellt plötzlich fest, dass ihm eines seiner Schafe verloren gegangen ist. 100 gehören zu ihm und auf die hat er zu achten, die hat er zu weiden, zu hüten. Er hat für sie zu sorgen, sie zu beschützen und vor allem am Abend hat er sie dann auch wieder vollzählig heimzubringen. Und nun, eines fehlt. Was soll er machen? Die Spannung ist kaum auszuhalten und dann die Entscheidung. Da lässt doch dieser Hirt tatsächlich 99 Schafe mitten in der Wüste stehen und er macht sich auf die Suche nach dem einen Verlorenen, bis er es gefunden hat. Unglaublich.
Gottes Sohn, das Kind in der Krippe, vor der wir in dieser Nacht stehen, er kommt in unsere Welt, um sich auf die Suche zu machen nach dir und nach mir, um uns zu retten. Weil ihm so viel an dir und an mir liegt, wie der Hirte das verlorene Schaf auf seine Schultern nimmt und es voll Freude nach Hause trägt, so will Jesus, der neugeborene Heiland der Welt, uns alle in sein himmlisches Zuhause, in die ewige Freude bei seinem und unserem Vater tragen. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist unser Glück. Das ist die Erfüllung all unserer Sehnsüchte. Ich bin erwartet. Ich bin angenommen. Ich bin geliebt. Da weiß jemand um mich, um mein Leben, um mein Hoffen. Ich bin nicht verloren. Ich bin nicht einfach nur eine Nummer. Mein Leben hat ein Ziel, eine Hoffnung. Darum ist es gekommen, dieses Kind. Deshalb feiern wir Weihnachten. Daher braucht niemand mehr aus Angst an sich und der Welt zu verzweifeln. Denn in dem Kind in der Krippe ist uns allen die Rettung greifbar nahe. Und darum dürfen wir in dieser Nacht voller Freude singen: Christ, der Retter, ist da. Vielleicht lässt es Sie ja staunen und fragen, warum dieses Kind, immerhin ja Gottes Sohn, wie wir gehört haben, mit leeren Händen zu uns kommt. Ja, es kommt mit leeren Händen. Denn wichtiger als alles, was er uns mit seinen Händen bringen könnte, das ist er selbst. Und das ist das Erstaunlichste. Er will auch gar nicht etwas bringen. Er will nur sich selbst bringen. Alles andere wäre nämlich zu wenig. Denn in ihm, in diesem Kind, ist alles eingeschlossen, was wir brauchen. In ihm wohnt Gott mit seiner ganzen Fülle. Wenn wir mit ihm leben, wenn wir ihn in unser Leben hineinholen und ihm dort einen Platz, einen Ort geben, wenn wir auf ihn hören und versuchen, unser Leben auf ihn hin auszurichten, wenn wir versuchen, so zu leben wie er und zu sprechen und zu handeln und zu lieben wie er, dann haben wir alles, was wir brauchen. Und, liebe Schwestern und Brüder, wir haben es in göttlicher Überfülle. Denn er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist unser Friede. Er ist die Wahrheit, die wirklich frei macht. Wir hörten, seine Mutter legt dieses Kind auf Heu in der Krippe. Heu wird seine erste Liegestatt für den, der sich später als das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, zeigen wird. Er, der in der Krippe liegt, auf dem Heu, das Ochs und Esel als Nahrung dient, er wird unsere Speise, wie das dann später einmal der heilige Augustinus sagen wird. Denn er, dieses Kind in der Krippe, ist das Brot des Lebens. Wer von ihm isst, wer Christus empfängt, der wird leben in Ewigkeit. Alles, liebe Schwestern und Brüder, wonach wir verlangen, ist uns in diesem Kind überreich geschenkt. In diesem Jahr durfte ich in Bethlehem sein. Über der Geburtsgrotte ist eine riesige Kirche erbaut. Und das große Portal dieser Kirche, es ist seit langem zugemauert, nur einen ganz kleinen, engen, schmalen, niedrigen Eingang gibt es dort. Wer diese riesige Kirche betritt,
muss sich gewissermaßen durch diesen kleinen Eingang zwängen. Und beim Betreten der Kirche wird jedem erfahrbar und erlebbar, wer zur Krippe gelangen will, muss sich bücken. Der muss sich klein machen, wie ein Kind. Klein und einfach und empfänglich, wie ein Kind müssen wir werden. Nur dann gehen uns die Augen auf für das, was in dieser Nacht geschehen ist und was Gott in unserer Welt gewirkt hat. Nur dann werden wir entdecken, wie sich das Wort der Verheißung, das uns der Prophet Jesaja geschenkt hat, in dem Kind in der Krippe sich heute Nacht erfüllt hat. Seht, das ist unser Gott. Und wir werden aus seiner göttlichen Fülle empfangen. Gnade über Gnade. Amen. Wir wollen antworten auf das heilige Evangelium mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Sie finden das Glaubensbekenntnis abgedruckt in dem ausliegenden Heft. Wir beten gemeinsam. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Gott schenkt uns in Jesus Christus das Licht, das in alle Dunkelheit und Not der Welt leuchtet.
so dürfen wir mit unseren Anliegen zu ihm kommen und voll Vertrauen bitten. Wir bitten um das Licht der Weihnacht für alle Menschen, die sich besonders in diesen Tagen einsam und allein fühlen, und für die Frauen und Männer, die sich an Weihnachten und während des ganzen Jahres für andere einsetzen und engagieren. Gott, du Licht unserer Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für das Licht der Weihnacht, für alle Menschen, die in vielen Gebieten auf der Welt von Konflikten, Krieg oder Terror bedroht werden, und für alle, die sich weltweit für Frieden, Gerechtigkeit und ein solidarisches Miteinander einsetzen. Gott, du Licht für unsere Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten um das Licht der Weihnacht für alle Menschen, die zurzeit von Unwetter, Bränden, Naturkatastrophen betroffen sind, und für alle, die sich um Hilfs- und Rettungsdiensten bemühen und für sie einsetzen. Gott, du Licht für unsere Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten um das Licht der Weihnacht für alle, die in diesen Tagen mit ihren Familien zusammenkommen, für alle, die in Unfrieden und Streit geraten. Und wir beten für Kinder und Jugendliche, die Gewalt und andere Übergriffe auf ihre Person erleiden und erdulden müssen. Gott, du Licht für unsere Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten um das Licht der Weihnacht für die vielen Armen und die Menschen in Lateinamerika und der Karibik, die an den Rand gedrängt sind, für alle, denen unsere Adveniat-Weihnachtskollekte zugutekommt. Gott, du Licht für unsere Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten um das Licht der Weihnacht für alle, die um einen lieben Menschen trauern und ihn oder sie gerade in den Weihnachtstagen schmerzlich vermissen. Und wir beten für alle unsere lieben Verstorbenen, an die wir jetzt denken. Gott, du Licht für unsere Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, du schenkst der Welt im Kind von Bethlehem dein helles Licht. Dafür danken wir dir und preisen dich heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Schwestern und Brüder, die heutige Kollekte ist für Adveniat und die Hilfe für die Armen in Lateinamerika und der Karibik bestimmt. Wir danken Ihnen für Ihre großherzige Spende. Amen.
Beten. Allmächtiger Gott, in dieser heiligen Nacht bringen wir dir unsere Gaben dar. Nimm sie an und gib, dass wir durch den wunderbaren Tausch deinem Sohn gleichgestaltet werden, indem dieser unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn groß ist das Geheimnis seiner Geburt. Er, der unsichtbare Gott, ist heute als Mensch erschienen. Vor aller Zeit aus dir geboren, hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen. In ihm ist alles neu geschaffen, er heilt die Wunden der ganzen Schöpfung, richtet auf, was da niederliegt, und ruft den verlorenen Menschen ins Reich deines Friedens. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche die hochheilige Nacht, in der Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir und deine Auferstehung in uns erzählen wir, bis zum Ausgehen. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu rufen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser
sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. So gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das Wort ist Fleisch geworden, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Es folgt nun die Heilige Kommunion. Vielleicht gibt es einige unter Ihnen, die nicht zur Heiligen Kommunion gehen wollen oder können, weil sie schon lange keinen Kontakt mehr zur Kirche hatten oder nicht katholisch sind oder den Glauben an die Gegenwart des Herrn in den Gestalten von Brot und Wein nicht teilen können oder in irgendeiner Weise nicht vorbereitet sind. Ich lade Sie aber herzlich ein, dennoch nach vorne zu kommen und sich segnen zu lassen. Zeigen Sie dies bitte an, indem Sie die rechte Hand auf die linke Schulter legen.
Thank you.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in der Freude über die Geburt unseres Erlösers bitten wir dich, gib uns die Gnade, ihm unser ganzes Leben zu weihen, damit wir Anteil erhalten einst an der ewigen Herrlichkeit deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, noch einige Hinweise und Einladungen für die vor uns liegenden Tage. Einmal heute Abend schon betreffen, wenn Sie gleich den Dom durch das Hauptportal verlassen, bleiben Sie draußen auf der Domplatte ruhig noch ein wenig stehen. Als kleine Weihnachtsüberraschung werden von den Türmen noch Bläser weihnachtliche Lieder spielen, um Sie so noch in die heilige Nacht zu entlassen. Morgen am Weihnachtsfeiertag am 25.12. sind die Messen wie sonntags. Besonders herzlich laden wir ein um 10 Uhr zum feierlichen Pontifikalamt mit unserem Erzbischof. Um 18 Uhr ist hier die feierliche Christvesper. Auch dazu laden wir herzlich ein. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Fest des heiligen Stephanus, laden wir ein besonders herzlich um 10 Uhr zum Pontifikalamt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich darf Ihnen im Namen der Herren Weihbischöfe, des gesamten Domkapitels und aller an unserem Dom tätigen Geistlichen ein gesegnetes und gnadenreiches Weihnachtsfest wünschen. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Weihnachten für Sie zu dem wird, was Weihnachten sein will. Ein Fest der Begegnung zwischen Ihnen und Gott, zwischen dem neugeborenen Heiland in der Krippe und Ihnen. Und dass Sie die Freude und den Frieden, der von ihm ausgeht, in ihrem eigenen Herzen, in ihrem Leben erfahren mögen und dass sie ihn auch zu all den Menschen bringen können, denen sie in diesen Tagen begegnen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde erschaffen hat. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.